Also wir machen das immer so, dass wir schauen, wie es vom Stundenplan her am besten passt. Aber ganz wichtig ist uns, dass in der Früh ab 7:45 offen ist, weil sich ja sehr viele Schülerinnen und Schüler die Wörterbücher ausleihen. Wann sie dann offen ist, das steht auf unserer Website und steht auch dann da vorne an der Türe. Und wenn es aber ganz dringend irgendwas gibt, dann kann man zu Professor Lina Stella Lebern oder zu mir kommen und wir sperren es dann auch zwischendurch einmal auf, wenn es nötig ist. Also unsere Schulbibliothek ist, wie ich finde, ganz toll. Einerseits haben wir diese literarischen Werke, wie man sagt, Jelinek, Bernhard, also was man im Deutschunterricht manchmal lesen muss. Andererseits haben wir viele von diesen Werken aber auch auf DVDs, sodass man nicht lesen muss, sondern sich die Inhalte auch anschauen kann. Und dann haben wir einen großen Bereich an Sachbüchern. Das heißt, wir haben Bücher über aktuelle juristische, die Gesetzeslage. Dann haben wir Bücher über Computer, Bücher über Kommunikation, Präsentation, und auch tolle Sachen, tolle Werke über Ernährungslehre oder auch Kochbücher, die wirklich sehr spannend sind. Also von den Genres, wenn man dann die literarischen noch durchschaut, Jugendliteratur, Kriminalliteratur, ein bisschen auch Horrorliteratur, aber nicht zu viel, weil, naja, das kann man vielleicht den Jugendlichen nicht so zumuten. Ja, und dann auch die man eben als literarisch hochwertig sieht. Man muss einfach nur zu uns in die Bibliothek kommen und im Prinzip sollten alle im System gespeichert sein. Wenn man, also man geht herein, entweder man sagt, ich hätte gern irgendwas Dünnes, weil ich ein Referat habe, dann wird man beraten. Oder man weiß schon, welches Werk man haben will. Dann geht man selbstständig hinauf, holt sich eines der Werke, kommt dann nach unten. Alle Bücher haben eine elektronische Signatur. Man sagt seinen Namen, den Nachnamen und das Buch wird entliehen. Man weiß dann, meistens man hat es 3 Wochen entliehen und das Werk kann aber jederzeit verlängert werden. Ja, selbstverständlich. Einerseits unten im ersten Stock, da gibt es auch so eine nette Sitzlandschaft. Und oben haben wir Tische, wo man auch Gruppenarbeiten machen könnte. Und wir haben jetzt seit diesem Semester, also seit diesem Schuljahr, oben auch 3 Computer stehen. Und da kann man auch, wenn man zum Beispiel gerade nicht in den Computerraum kann, auch das erledigen, was man gerne für die Schule an PowerPoint-Vorbereitung oder Word-Vorbereitung erledigen möchte, bei uns erledigen.